Wir wissen halt, dass wir eine ordentliche Leistung gebracht haben im Meppen und freuen uns, dass wir halt das Spiel gewonnen haben, halt endlich mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Und wir wissen aber halt, dass es halt genauso weitergehen muss. Also unsere Leistung, um erfolgreich zu spielen, müssen wir halt genauso die Leistung bringen können. Super geklappt. Wir haben wenig zugelassen, wenig Torschüsse zugelassen. Wir standen allgemein sicher hinten drin. Für mich war jetzt nicht das erste Mal, dass ich Außenverteidiger spiele. Habe mich auch wohl gefühlt auf der Position und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schön war sie nicht. Ich habe auch kaum geschlafen, weil ich kann im Bus allgemein nicht schlafen. Wir waren, glaube ich, so um 16:30 oder so waren wir da und dann noch auslaufen. War natürlich nicht so super, aber dann bin ich direkt nach Hause gefahren und dann gleich eingeschlafen. Und jetzt bin ich wieder fit. Das ist ein Ostderby und müssen anders auftreten, als wir es getan haben gegen Magdeburg. Das ist einmal klar. Zweitens zu Rostock, schwierig einzuschätzen. Die letzten beiden Spiele halt verloren. Gegen Meppen und auch gegen Ingolstadt. Dann mit Verletzungen halt aus dem Spiel gegen Ingolstadt haben sie zu kämpfen. Wir wissen nicht, auch die Gelbsperre von Verhoek. Deswegen können wir es halt nicht so einschätzen. Deswegen konzentrieren wir uns auf uns. Wir müssen halt genau diese Leistung gerade gegen den Ball bestätigen, das, was wir an Meppen gebracht haben. Nur dann haben wir eine gute Chance, halt das Spiel zu gewinnen. Klar, ist auf jeden Fall sehr schade, dass es ohne Fans ist, weil ich glaube, Rostock ist auch ein großer Traditionsverein, hat tolle Fans. Ich glaube, es wäre eine super Stimmung hier am Sonntag, aber es ist nun mal so, wir müssen es akzeptieren. Und ich glaube, dass wir Hansa Rostock das nicht einfach machen werden am Sonntag, weil wir wissen über die Qualitäten Bescheid von Hansa Rostock, aber wir wissen auch, dass wir gute Qualität im Kader haben. Und wie gesagt, einfach wird es nicht am Sonntag für Hansa. Dustin Willens fehlt uns auch. Hat er seine 5. gelbe Karte bekommen. Natürlich ist es bitter für Nils, dass er halt nach einem guten Spiel, dass er halt gesperrt ist. Wir haben halt viele Optionen auf der Bank. Can Kozkun, auch Manny Starke könnte diese Position übernehmen. Es ist auch Gedanke damit, wir spielen mit dem Gedanke damit, wieder halt mit einer Dreikette zu spielen, aber es wird sich zeigen. Basti Schritzel und Mike Königke sind wieder halt ab heute wieder im Training. Da freuen wir uns, dass die beiden wieder da sind, nachdem sie in Quarantäne waren. Und sonst alle anderen, die halt gegen Meppen zur Verfügung standen, stehen jetzt zur Verfügung. Ja, ich bin auf jeden Fall erstmal glücklich, dass das bis jetzt so gut geklappt hat. Ich habe mir davor schon Gedanken gemacht, also bevor ich nach Zwickau gekommen bin. Klar macht man sich da Gedanken, ob man spielen wird oder nicht, aber wie gesagt, der Verein, der Trainer Wachser haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe mich gleich hier wohlgefühlt. Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich glaube, deswegen läuft es auch so gut momentan für mich persönlich. Aber leider konnten wir die letzten Spiele nicht so punkten. Ich habe mir das auch etwas anders vorgestellt. Gott sei Dank haben wir jetzt in Meppen wieder gewonnen und jetzt werde ich alles dafür geben, dass wir am Sonntag wieder gewinnen. Ja, ich würde als erstes schon sagen, das Tempo ist auf jeden Fall, es geht viel schneller, also man hat viel weniger Zeit und ich würde sagen, aber von den Zweikämpfen her ist es eigentlich fast dasselbe. Wie gesagt, erste und dritte Liga ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber so groß auch wieder nicht. Das Stadion ist größer, die Kabine ist größer, es ist gefühlt alles größer, aber es ist in meinen Augen nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass ich mich hier wohlfühle. Und da fühle ich mich 100% wohl und bin auch sehr glücklich hier.